Ja, hallo, wir sind jetzt hier im Axlis vor vollen Hallen, um den Knotenpunkt der deutschen Musiklandschaft zu begutachten, nämlich die Fanta 4 live hier heute Abend. Und als erstes wollen wir mal einen Blick auf das Merchandise werfen. Also eine breite Palette, ein buntes Angebot. Was machst du denn hier heute Abend? Na, ich höre den Fanta 4 zu. Du hörst ihn nur zu? Ja, und ein bisschen tanzen vielleicht und ja, wird bestimmt mal lustig. Bist du richtiger Fan? Nee, eigentlich nicht so. Ich habe die Karten gewonnen. Die Karten gewonnen? Hat dir irgendjemand eine Karte gekauft? Du hast nie gewonnen. Bei 104.6 RTL. Das interessiert doch keinen. Die Farbe meiner Jacke heute Abend passend zu den Sicherheitskräften sind hier im Einsatz. So mit 100 Schaften sind sie angerückt und sie rechnen also mit mehreren Verletzten und Beinbrüchen. Alles, was es so geben kann, wenn man von der Bühne springt. Die Jugend nennt das heute Bühnentauchen. Und wir sind mal gespannt, ob wir sowas auch mitkriegen hier. Es kann natürlich auch zu Ohnmachtsanfällen, Schwindelanfällen, Übelkeit jeder Art kommen. Aber die Leute sind noch jung und trinken auch keinen Alkohol. Wie steht ihr momentan allgemein zur deutschen Musikszene, also zur alternativen Musikszene? Es hat sich einiges getan, es tut sich einiges. Ich finde, ich würde es sehr gut befinden. Wenn das nicht aufhört, sondern wenn es noch weitergeht, dann würde ich es noch sehr gut befinden. Ich befinde das eigentlich jetzt schon als sehr gut. Befinden? Ja. Befremden. Es ist eigentlich befremden, dass ich es mit so blöden Wörtern um mich schmeiße. Befinden. Nee. Super! Das ist echt super. Hast du einen akademischen Grad? Ich versuche im Fernsehen immer intellektuell zu klingen, ja, was dann manchmal halt übel in die Hosen geht. Was kann ich dafür, wenn ich nur Realschule gemacht habe? Naja, hat ja gereicht. Hat doch gereicht. Hast du was Klasse gebracht? Ja, schreibst du die Texte selbst? Ja. Schönen guten Abend, wir sind jetzt hier am Catering beim Fanta 4 Konzert. Sie machen also das Catering hier im Huxley? Ja. Ja, seit wann? Seit Mai. Mai 95 oder 74? Nein, 95. Ja, und Sie haben im Angebot also Mars, Snickers, Twix, Lila Pause und Lion. Und was denn sonst noch so? Rauchwaren auch? Zigarillos. Und THC? Nee. Nee, nicht, ne? Ja, nee. Und wie läuft das Geschäft mit den Toiletten? Die jungen Leute haben alle kein Geld. Gehen aber trotzdem pissen. Aber ja, man muss doch mal einen Pull angehen. Lied immer locker bleiben ist doch so ein schickes Sample in der Mitte. Wo ist das her? Ja, mit dem Kiosk. Ah, oh, der Tankstellenstopp. Ja. Ein Hörspiel von den Fantis. Genau. Selber aufgenommen. Gefunden, es war also gesetzt. Gestellte Situation. Ich muss gestehen, es war gestellt. Die Tankstelle ist echt. Ja. Die gehörte meinen Eltern noch bis vor kurzem. Der Bassist von den Megalomaniacs ist der Tankwart. Ja, der hat einen guten Akzent gehabt, fand ich, das kam so richtig geil dissend. Das war schön. Es ging eigentlich nur im Smoodo darum, einfach einen lustigen Break einzubauen, wo er Partymaterial kauft. Und das ist ja ein Lockerbleiben, ist ja ein Partysong, so kann man das wohl sehen. Ja, wir spielen ja immer gern mit Atmosphäre und auch mit verschiedenen wirren Sachen. Und ich glaube, so eine typische deutsche Tankstelle, weil in Deutschland eigentlich die Tanken die einzigen sind, die eben 24 Stunden offen haben, wo du auch mal nachts kurz noch Bier und Papers kaufen kannst, trifft es dann wieder, weil das ist tatsächlich das, was wir machen. Wenn du noch auf eine Party willst und du weißt, hey, da gibt es keine Getränke, dann fährst du an der Tanke vorbei. Das ist sowas, wie die Amis wahrscheinlich dann Supermarkt-Szenen nehmen würden oder wie sie ihr 8-Ball trinken oder so Zeug, ja, in ihren Papiertüten, damit man nicht, weil man nicht sehen darf, dass es Alkohol ist. Darüber erzählen die und so haben wir gedacht, ja klar, Tanke ist ein guter Stopp immer. Das ist doch Hildegard? Was? Bist doch Hildegard, oder? Nein. Sehe ich doch auf jedem Konzert. Nein. Ich war noch nie auf einem Konzert. Noch nie? Nee. Und was hast du für Hoffnungen und Ängste? Gar keine.
Gar keine. Kommen viele Gangster auf eure Konzerte? Gangster. Deutsche Gangster? Deutsche. Oh, jeez. Ja. Nein. 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 Nur die, die für uns arbeiten. Nur die von der Plattenfirma. Ach, ihr verdient auch noch Geld. Ist ich nicht. Ist doch gegen die Philosophie. Verdienen das Geld, was Thomas bekommen würde, weil Thomas ist eben Philosoph. Ja. Und da braucht man kein Geld, da braucht man nur eine Tonne und die Sonne. Yeah, man! Hallo, ihr zwei. Ach komm, sag doch auch mal was zu uns. Zicken, Zicken, alles Zicken. Hallo, na, komm, jetzt sag doch auch mal was. Sind die alle scheiße hier? Alle zu introvertiert. Leute sind hier nicht sehr kooperativ und kommunikationsscheu. Ich denke, das war's.